Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dead by Daylight mit Bowie und mir. Guck mal, er sagt einfach Hallöchen zu früh. Ja. Einfach so eingewendet, so Hallöchen. Eingespielt sein. Einfach sein Text zu früh aufgesagt. Ich bin hier schon am ersten Generator. Aber die eine, die mit mir gestartet hat, kommt irgendwie nicht. Oh, das ist das Gespenst. Jetzt kommt sie. Kann er noch nicht mal den Text mehr sagen am Anfang. Und sie hat auch schon Bowie. Also er wirft sich schon wieder vors Gespenst. Was soll denn das, Bowie? Erzähl mal. Naja, wo sind die Paletten? Will ja alle runterziehen, so. Ja, hier, da. Paletten nützt bei den Gespenst gar nicht so sehr. Aber Mia, ich gebe mir so ein gewisses... Ja, Sicherheit. Ihr einfach so eine Palette gegen... Das ist Frauenmisshandlung, Bowie. Man darf keine Paletten auf Frauen werfen. Die eine rennt hier rum und macht Totems. Wie finde ich denn das? Da muss ich dann wenigstens nicht machen. So, ich bin beim nächsten Generator und die andere wird verfolgt. Boah, du hast sie abgeschüttelt. Ja. Sie hat wahrscheinlich gedacht, der Frauenmisshandler da, den verfolge ich nicht mehr. Der wirft mir ständig so eine Palette am Kopf. Und guck mal, du hattest sie auch besser abgewickelt als die andere. Oder sie hat einfach nur gedacht, oh, da läuft eine Frau. Die will ich mir mal snacken. Ja. Ist ja auch Nia. Also, ja. Da vorne läuft sie noch rum. Oder sie campt nicht. Sie läuft links von ihr, glaube ich. Oder ich weiß nicht, wie rum sie. Aber guck mal, sie hat ihre Chancen eigentlich voll verspielt, weil jetzt habe ich Angst vor ihr. Mhm. So, sie ist gerade da, wo der Generator gemacht wird. Ja, sie hat mich, glaube ich. Und ich abhängen. Hm. Oh. Ich will nicht da, wo die andere. Nein, nicht in die zweite Phase gehen. Oh. War ja gar nicht da. Oh. Ich heil dich, So, so. Stehen, bleiben, still, nicht bewegen. Alles gut, ich bin der Doktor. Nein, nein. Oh, warum laufe ich immer zum... Oh nein! Ich laufe halt immer dahin, weil ich denke, ich krieg Panik und dann... und dann laufe ich zum Geist, ja. So. Sie ist auch schon weg. Ich weiß noch nicht, wo lang. Sie kämpft halt nicht. Voll gut. Wo bist du schon? Ah. Nein, du stehst direkt vor mir. Du weißt, wo ich... Was fragst du? Nee, ich sehe dich halt so ganz rot, dass du rot leuchtest. Aber wenn du genau mein Visier bist, dann leuchtest du ja nicht mehr. Ich stehe direkt, also ich hing direkt vor dir. Da wurdest du schon abgehangen. Ich denke mir so, will der mich verarschen? Der. In der Tat. Ja, in der Tat. Er will mich verarschen. Ich habe auch irgendwann Totem. Ja, da drüben muss ich machen. Ich mach mal das Totem. Dadurch, dass du in meiner Nähe bist, mach ich schneller Totems. Ja. Ich bin wichtig. Ja, ja. Rede dir das ruhig jeden Tag ein, dann glaubt wenigstens nein, einer davon. Ja, du ich auch, weißt du, ich auch. Du ja auch. Tut er, er glaubt, er ist wichtig. So, ich würde sagen, wir machen jetzt den und danach den anderen hier. Nee, danach laufen wir erstmal weg, weil sie läuft immer das Ding hier dazu an. Nein, das glaube ich nicht. Wir können jetzt ganz in Ruhe den machen und danach den anderen. Das wird sie nicht checken, Bowie. Ja, natürlich. Ja, das macht sie nicht. Guck, jetzt hängt sie erstmal den anderen da an und wir machen hier den Generator fertig.
Wir sind so böse. Das muss ich aber weg. Mach du den letzten Generator. Das ist übrigens ein Scherz, mach ihn nicht. Was? Ach, guck mal, sie ist bei Quinto. Oh, dann kannst du den letzten Generator machen. Hängst du sie ab? Ja. Sehr schön. Oh, ich bin mir nicht sicher. Oh. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Sie kommt zu mir. So, bleib stehen. Bleibe, Mädel, bleib stehen. Bleib stehen oder ich dreh um. Mann! Sie kommt doch nicht zu mir, sie kommt wieder zurück zu euch, glaube ich. Vorsichtig. Ah, sie hat... Sie kann sich heilen, wenn sie... Ach, dann macht sie die Totems. Deswegen hat sie am Anfang die Totems gesucht. Ich bin gleich fertig, ne? Ja, mach mal. Ich bin hier am Ausgang. 3, 2... Uno, dos, tres. Jetzt. Nein, hör doch mal auf. Warum bin ich denn weggegangen, Mädel? Weißt du, ich gehe am Tor, ich mach direkt auf. Und dann... Oh, das hat nicht. Oh, sie wird mich auch haben. Nee, sie hat mich gesehen, glaube ich. Die olle Ziege. Oh, das nervt. Hast du dich wirklich gesehen? Sie ist nicht mehr, jetzt nicht mehr. Also sie läuft mir nicht mehr hinterher. Aber wir müssen das scheiß Totem finden. Das ist, glaube ich, hinterm Haus, da wo du deinen Generator gemacht hast. Ist dir denn ernst? Siehst du sie? Nein. Oh, nee. Hier, ich hab's. Ich hab's nämlich vorhin schon gefunden. Nice. Ja, okay, sie wurde gemodet. Dann geh ich schon mal raus. Ja, der Ausgang ist hier. Ja, geh. Offen. Nice. Oh, dein Perk ist echt nur hilfreich. Echt geil. Dass nee, ich hab's vorhin schon beim Vorbeirennen gesehen. Oh. Ja, okay. Ja, okay, ich weiß. Aber weißt du, ich bemerke, deswegen ich mag mein Perk total. Auch wenn ich renne und auf Verfolgungsjagd bin, sehe ich halt Totems viel eher und weiß, okay, da in der Nähe hat's gebingt. Ja. Und dann weiß ich zumindest, wo steht dann sowas. Aber weißt du, sie, das war auch total unnötig von ihr. Ich meine, das konnte sie ja nicht wissen, aber ich bin halt zum Ausgang gegangen und ich habe den Ausgang angefangen. Ich sehe, dass sie zu mir kommt, weil der letzte Generator ist ja gemacht worden. Und ich laufe extra weg und sie läuft hin und macht ihn weiter auf. Und ich denke mir so, sie ist doch jetzt hier. Und dann wurde sie umgenutzt. Und ich dachte mir so, aus ihrer Blick, sie sieht mich das Tor aufmachen und ich gehe weg. Warum sollte ich weggehen? Von dem Tor? Warum? Nicht überlegt, nicht nachgedacht. Eigentlich macht das keinen Sinn, wenn du... Ja, aber ja, wenn ich weggehe, dann weiß ich doch, dass sie gerade... ja. Ich meine, sie wird auch keine Katze oder so gehabt haben. Sonst hätte sie ja auch wahrgenommen, dass sie weiter zu uns... Aber weißt du, man weiß ja eigentlich... Okay, die waren jetzt nicht... Die waren jetzt relativ neu. Okay, das kann ich verstehen. Weil man weiß ja eigentlich, das müsste sie gewesen sein, dass so kalter Rückenschauer sagt eigentlich fast jeden was. Und dann kann man ja eigentlich so wissen, okay, kalter Rückenschauer könnte sie haben, dann weiß sie, dass sie in der Nähe ist. Ich bin früher immer als kompletter Anfänger, immer wenn ich an einem Generator war und derjenige, der mit mir da war, ist weggegangen, bin ich auch weggegangen. Nicht, weil ich wusste, warum er weggegangen ist, einfach nur so... Ich hab gedacht, ja, der wird schon wissen, was er tut. Das ist schon ein Grund haben, wieso er ablegt, die Ratte zu machen, ne? Also, muss auch einen Grund haben.
Ich habe ihn alles nachgeahmt. Aber ja, ist halt eine Anfängerin. Hat sie trotzdem gut gespielt, finde ich. Ja. So, schade. Ich hätte das Totem eigentlich früher rausgenommen, aber ich dachte dadurch, dass sie... Ich habe ja gesehen, dass sie dieses Perk dabei hat, innere Kraft. Und dann dachte ich, okay, sie wird die Totems weghauen. Dann wollte ich ihr keinen Zweck nehmen. Naja, war trotzdem eine gute Runde. Vielen Dank, Bowie, dass du wieder mit dabei warst. Ich hätte zu danken, war eine sehr aufregende Runde. War eine sehr aufregende, schöne Runde. Bis morgen denn. Tschüss, meine Süßen.